Hier ist das gute Stück. So, so klein und unscheinbar sieht das am Ende aus. Ha? Servus. Servus. Hi. Wollt ihr mal durchschauen? Ja, Alter. Ja, das sieht super aus. Ciao. Tschüss. Danke. Ich möchte mich heute mit euch übers Machen unterhalten, denn ich finde, Machen wird irgendwie unterschätzt. Und übers Machen sprechen ist deutlich beliebter. Wahrscheinlich, weil es einfacher ist, darüber zu sprechen, als es zu machen. Aber, und das ist eigentlich mein Punkt, wirklich zu machen fühlt sich viel geiler an, als nur drüber zu sprechen. Ich bin übrigens, um das hier aufzuzeichnen, in die Raucherlounge gegangen. Ekelhaft. You know, the more I started smoking, you know, I think what I enjoy most is the great conversation that comes along with a good cigar. Und da wir heute beim Machen sind, habe ich mir überlegt, ich zeige euch in der heutigen Folge mal, wie wir bei Body Change unsere Riegel machen. Also was passiert eigentlich zwischen der Idee zum Riegel und er liegt im Regal, also er ist verkäuflich. Wenn wir da nichts machen würden, gäbe es ja nicht, ist ja klar. Und ich will euch heute mal zeigen, was wir da genau machen. Jetzt geht's aber erstmal nach München zum Offsite mit dem Führungsteam. Wenn ich überlege, dass ich früher, also die letzten 8 Jahre, zweimal die Woche immer geflogen bin, München, Berlin, Berlin, München, München, Berlin. Wow, mal bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja, das war eine ziemlich kurze YouTube. Wir warten für 1000 Abonnenten nach. Wo haben wir? Schauen wir mal rein. Come on. Los geht's! Wir wollen die 1000 sehen. Wir wollen die 1000 sehen. Wir wollen die 1000 sehen. Wir wollen die 1000 sehen, wir wollen die 1000 sehen, wir wollen die 1000 sehen. Immer noch. 999. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Jetzt geduscht, gleich gibt's noch einen Kaffee und dann auf zum Workshop im Management-Team. Freue ich mich sehr drauf. Kaffee noch vorher, mehr gibt's nicht. Ich faste gerade, Intermittent Fasting. Also gleich noch einen Kaffee und dann nach 12 Uhr dann Real Breakfast. Bis gleich. Beim Thema Produktentwicklung mal ganz vorne an. Wenn wir uns als Team sagen, wir wollen ein neues physisches Produkt, womit fängt eigentlich alles an? Also bei uns ist es etwas schwieriger als bei ganz vielen anderen Firmen, ein Produkt zu entwickeln, weil es hat natürlich ganz, ganz viele Anforderungen. Ist es so möglich, wie wir uns vorstellen? Ist es möglich, ohne Zucker, ohne Konservierungsstoffe zu arbeiten, ohne irgendwelche Bindemittel, die den Riegel länger haltbar machen oder zusammenhalten? Ist es möglich, ohne Milchprotein zu arbeiten, damit der Riegel wirklich konform auch bleibt? Und man kennt ja diesen typischen Proteinriegel, der ist immer so bis
bisschen zäh und schmeckt wirklich nach diesen Süßungsmitteln und Milchprotein. Und das wollten wir auf keinen Fall. Und es wäre auch nicht konform und nicht gegangen. Und das hat erst mal Monate gedauert, bis wir jemanden gefunden haben, der eine Idee hatte, in welche Richtung es gehen könnte. Mhm. Der die passende Maschine dazu hatte. Mhm. So, das heißt im Grunde genommen, der erste Schritt war eine Kombination aus, er muss konform sein. Wir haben uns den Markt angeschaut und gesehen, was gibt's eigentlich, also was macht der Wettbewerb, gut und schlecht, weil wir wollen uns natürlich auch davon unterscheiden. Und dann natürlich, was ist unsere / die Vorstellung der Kunden, also sozusagen unsere Vorstellung von, was könnte erfolgreich sein, weil ein Bedarf da ist. Die sozusagen Produktentwicklung / Idee, der Anforderungskatalog, auch an Geschmack, an Textur, an all die Themen, der passiert bei uns. Aber dann das wirkliche Herstellen, das passiert bei einem externen Lohnhersteller. Weil wir haben selbst keine Maschinen. Genau. Also selbst produzieren könnten wir es nicht, und das ist aber auch Standard, wie du sagst. Und wir können eben auch nicht zu einem Standardhersteller, Produzenten gehen, der das für alle anderen auch macht, weil halt die Anforderungen so hoch sind, die wir haben. Ein großer Teil deiner Arbeit, neben am Ende der Produktinnovation, Entwicklung, ist auch tatsächlich das Finden und die Pflege von genau diesen Lohnherstellern, diesen Partnerschaften. Ne? Genau. Was unsere Suche noch ein bisschen erschwert, ist, dass wir vorgenommen haben, nur in Deutschland zu entwickeln. Dass wir immer wissen, okay, es ist alles in Ordnung mit dem Produkt, es wird geprüft und wir können alle Zutaten nachvollziehen und verantworten. Logischerweise ist das Lebensmittelrecht eines der anspruchsvollsten, die es gibt. Was ja auch gut so ist, weil ich meine, Lebensmittel konsumieren wir ja. Und wie du zu Recht sagst, ist das Thema für uns super wichtig, dass wir wissen, dass es in Deutschland hergestellt wird, weil dann haben wir sozusagen auch tatsächlich die Kontrolle darüber, versus es wird irgendwo in Osteuropa oder man weiß es nicht gemacht. Ne? Das nächste, was jetzt dazu kommt, was für euch vielleicht auch ganz spannend ist, wenn man jetzt jemanden gefunden hat, der sagt, ja, ich kann das, dann ist die nächste Frage, die ich natürlich dir auch immer stelle, ja, was kostet das? Und wie viele müssen wir eigentlich herstellen, damit es überhaupt herstellbar ist? Weil so eine Maschine spuckt ganz schön viele aus, also so mal 50 Stück geht gar nicht. Ne? Aber was ist denn eine kleine Charge? Also eine kleine Charge fängt so bei 30.000 an. Und lass uns noch mal ganz kurz, weil wir jetzt über Stückzahlen gesprochen haben, auch ein bisschen über Preise sprechen, ohne natürlich dazu sehr ins Detail zu gehen. Aber jetzt unser Riegel kostet bei uns und auch im Einzelhandel 1,90 Euro, richtig? Zwischen 1,90 Euro und 1,99 Euro. Genau, also etwa 2 Euro. Der Handel, was für eine Marge will der Handel ungefähr haben? Mindestens 30%. Mindestens, lieber mehr, ne? Irgendwas zwischen 30% und 50%. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen zu skizzieren, so eine Timeline zwischen wir haben die Idee und liegt bei uns im Bodychain-Shop. Also, das heißt, wenn man uns das bei uns hier mal zusammen anschaut, in einem Fall, wo wir den Lohnhersteller noch nicht hatten, haben wir 2 Monate, um den Lohnhersteller, den finalen, zu finden. Dann einen weiteren Monat, bis wirklich die Anfrage und das Angebot final ist. Dann werden die Muster erstellt. Das dauert dann nochmal einen Monat. Und dann haben wir im Grunde genommen das Fenster von Muster sind final, werden dann tatsächlich, also die Riegel wurden produziert, die Verpackung wird produziert, Design wird fertig gemacht, Umverpackungen werden gemacht. Nochmal 3 Monate. Das heißt, all together 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate. Hier ist das gute Stück. Wie viel Arbeit, Krebs und Liebe hier reingeflossen ist, damit er am Ende des Tages so sieht, wie er aussieht. Ich mache ihn mal auch auf. Der ist ja wirklich nicht riesig, aber der macht total satt. Weil da viele Nüsse enthalten sind und ganz, ganz viele Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe halten natürlich länger satt. Mhm. Ich finde es so super, weil du denkst, so ein kleines Ding, das ist ja sofort weg. Aber wenn du den gegessen hast, bist du echt lang. Und der hat ja total wenig Zucker. 3 Gramm ungefähr. Total krass. Ja. Mhm. Und das ist natürlicher Zucker, der einfach in den Zutaten vorhanden ist. Da ist kein zugesetzter. Also ich finde den total lecker. Aber falls ihr auch mal probieren wollt, ja, gibt es bei uns im Shop. Oh, das war ein super, super Workshop heute. Großen Spaß gemacht. Es ist einfach immer schön, wenn man so auch eng zusammensitzt und ein bisschen auch vorausschaut und sich überlegt, was wir alles umsetzen wollen. Es ist unglaublich viel, wenn immer was zusammenkommt, aber das motiviert auch sehr. Guten Morgen.
zwei herrliche Tage. München gehen zu Ende. Jetzt schnell Frühstück und dann auf zum Flughafen zurück nach Berlin. Vorher aber noch eine Kleinigkeit frühstücken, also mindestens einen Kaffee.